seems to be a quite good sound. How's everybody doing? Yeah, we're fine, thank you. It's great to be here. Where go we play? Let's do some rock music, boys. For you, now on this stage, Ergo We Play from the US, Knoxville, Tennessee. Der Basti hier für musikmachen.de. Ein rockiges Hallo an euch und ein rockiges Hallo vor allen Dingen hier an meine beiden Gesprächspartner. Das sind die beiden Saiteninstrumente der sehr coolen deutschen Rockband Die Happy. Und zwar schreibt da jemand: Das Album von Stereo Love ist, wie man sich eine Frau wünscht. Klug, klug und schön. Mm-hmm. Is there one question that you always wanted to be asked? Wow, that's a good question. That's actually the first time somebody's asked me that question. Dritte Band heute, School Jam Finale 2013 aus Mainz, Orange Dust. Was für Kriterien muss ein Song erfüllen, damit ihr euch den nehmt und ihn in so ein, ja, rockiges, jazziges Gewand und moderneres Gewand packt? Erstmal muss er bekannt sein. Also wir haben schon vorwiegend die Hits von Bach genommen. Die Zuschauer sehen das, ja, ihr könnt euch da mal gerade durchlesen, die Heimat dieser vier Jungs. Und dann bist du 2009 losgezogen nach Berlin. Musikmachen.de für euch bei der Musikmesse 2013. You are a musician since the age of 12. Yes. That's incredible. Yep, to give you the long story short, I joined Tribute when I was 12 years old. Man kennt euch ja bei den Ärzten in so einer Dreier-Kombo, logischerweise. Wie ist das für dich, wenn du dich doch mal in ein größeres Kollektiv begibst? Du, ich bin Musiker. Ich kann also, man kann mich eigentlich überall hinstellen und ich finde mich da immer irgendwo immer zurecht. You've done a couple of things. For example, you've played the guitar in Dirty Diana. How did it feel for Michael Jackson doing this project with you? Yeah, the thing people, I don't think, realize what a big fan of rock and roll Michael was. Big pleasure having you here. All the best for the tour with the Kings of Chaos. That's Steve Stevens. Hey, thank you. Keep rocking, man. Ja, bis zur nächsten Veranstaltung, ob es Köln rockt ist oder ein anderes Event. Bis dahin. Ciao.